Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein Video außer der Reihe, denn wir sind vom lieben Willi, ehemals der Rennsteiger, nominiert worden zur Bier-Sommelier-Challenge. Und wie ihr hier vorne sehen könnt, stehen hier auch schon 5 Biere. Das hat folgende Bewandtnis. Der gute Willi hat in seinem letzten Video 4 fränkische Biere versucht voneinander zu unterscheiden, indem er sie blind getestet hat. Und ich werde das heute mal versuchen mit 5 rheinischen Bieren, um auch mal hier in der Region zu bleiben. Ja, wie läuft die Challenge denn genau ab? Ja, also ich habe mich bereit erklärt, die Bierfee zu spielen. Ich werde hinter die Kulissen in die Küche gehen. Da gibt es dann einen Würfel und dann wird gewürfelt. Und ja, wenn jetzt eine Zahl zwischen 1 und 5 drankommt, dann wird halt das Bier, was jeweils an der Stelle steht, geöffnet. Und ja, dann bringe ich das hier rüber und Michael versucht dann sein Glück und errät, welches Bier das ist, und ich trinke vielleicht auch so ein bisschen mit. Genau, und ihr müsst uns jetzt auf jeden Fall auch vertrauen, dass wir jetzt auch nicht hinter den Kulissen schummeln. Also ich möchte ja wirklich hier mein Können unter Beweis stellen und auch gucken, ob ich diese Challenge bestehen kann. Froni wird das also in der Küche machen, während ich hier sitze, und auch keinen Mucks verraten, welches Bier es denn dann tatsächlich gewesen ist. Ja, und am Ende schauen wir dann mal gemeinsam, wie viele von diesen 5 Bieren ich dann rausgeschmeckt habe. Ja, am Ende werde ich dann auch noch 3 weitere Leute nominieren zu dieser Challenge. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, wer auch hier bei dieser Bier-Challenge gut passen würde. Ja, dann legen wir direkt mal los mit Bier Nummer 1. So, Bier Nummer 1, Prösterchen. Ja, also es ist ein eher trüberes Bier. Ja, es ist ein bisschen vollmundiger als jetzt so ein herkömmliches Kölsch. Also meine Wahl ist jetzt momentan so ein bisschen zwischen Bönsch und Wies. Ich muss vielleicht dazu sagen, der Willi hatte in seinem Video sich nachher auch nochmal umentschieden. Also falls ich jetzt nachher, weil ich denke schon, dass es eins von den beiden sein wird, falls ich das Falsche herauspicken sollte, würde ich mir die Möglichkeit noch offen lassen, nachher nochmal zu tauschen. Aber ich habe eine Tendenz, bisschen 50-50. Ich würde zunächst mal sagen, das ist das Wies. Mhm. So, gut, dann Bier Nummer 2. So, dann kommen wir jetzt zu Bier Nummer 2, Prösterchen. Also es ist ja diesmal vom Aussehen her auf jeden Fall ein klareres Bier. In meinen Augen müsste das ein Kölsch sein. Muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja 3 unterschiedliche Geschmacksrichtungen bei den Kölsch. Ich würde sagen, es gibt einmal so das Würzige, das ist so ein bisschen so Richtung Mühlen. Dann gibt es einmal so das etwas Rundere, das etwas Süffigere, das ist das Peters. Und dann gibt es ja noch das Früh, was so ein bisschen die Mischung aus beiden darstellt. In meinen Augen, ich finde, es schmeckt relativ mild. Ja, man merkt jetzt auf jeden Fall, wie viel es ausmacht, wenn man mit dem optischen Sinn das Bier nicht wahrnimmt, sondern halt nur über den Geschmack, dass das doch gar nicht so einfach ist. Gerade bei Kölsch sagt man ja nach,
dass es nicht so geschmacksintensiv ist. Vielleicht habe ich es dann auch noch mal ein bisschen schwieriger als der Willi. Aber aus dem Grund heraus, dass ich denke, es ist relativ mild, würde ich persönlich sagen, dass es nicht das Mühlen ist, sondern ich lege mich jetzt mal fest, das ist das Früh. Bier Nummer 2, würde ich sagen, ist das Früh. Ja, dann. Huje, je mehr ich probiere, umso unsicherer werde ich. Naja, mal gucken. Ja, gleich kommt Bier Nummer 3. So, Bier Nummer 3. Prösterchen. Ah, so, das ist jetzt hier wieder ein bisschen trüber. Und ich glaube fast. Ich glaube, ich habe eben, wie es gesagt, ne? Ich glaube, ich würde alleine schon aufgrund des etwas milderen Geschmacks. Ja, da würde ich, glaube ich, die Regel, die der Willi benutzt hat, auch mal hier anwenden. Ich glaube, das hier ist das Wies. Der Dave hat ja schon mal gesagt, der Dave kennt ja auch, also der durstige Dave für die Leute, die ihn nicht kennen. Ich hatte dem Dave mal ein paar rheinische Biere zum Probieren geschickt und der hatte mir gesagt, was mir früher gar nicht so sehr aufgefallen ist, und dafür ist es immer gut, wenn man jemanden von außerhalb sozusagen da hinzuzieht, der hat gesagt, das Bönsch ist ein bisschen säuerlicher als das Wies und das Wies ist relativ süßlich. Und ich glaube, ich würde tatsächlich meine Wahl switchen. Ich würde sagen, und dabei, das logge ich jetzt auch ein, also jetzt passiert gar nichts mehr. Bier Nummer 1 war das Bönsch und jetzt Bier Nummer 3 sind wir, glaube ich, jetzt. Ne? Das hier ist das Wies, eingeloggt. Daran sieht man, finde ich, aber auch, also wenn es denn hoffentlich stimmen sollte, also ich bin mir jetzt schon ein bisschen sicherer als eben, aber dass man den Vergleich braucht. Ich finde, so das einzelne Bier rauszuschmecken, ist gar nicht so einfach. Vieles, finde ich, schmeckt man über den Vergleich. Aber ich würde dabei bleiben. Also das hier ist das Wies und Nummer 1 war das Bönsch. So, jetzt kommt Bier Nummer 4. So, vorletzte Runde. Bier Nummer 4. Prösterchen. So gehaltvoll ist es doch gar nicht. Nee, das war nicht das Bier schuld. Ich habe mich verschluckt. War ich zu gierig. Also, ich hatte ja eben schon mal gesagt, dass die Kölschsorten sich auch so ein bisschen von ihrer Würze her unterscheiden. Und es mag natürlich jetzt auch so ein bisschen Einbildung sein. Ich habe jetzt ja auch schon ein paar verschiedene gerade getestet. Dass die Geschmäcker jetzt schon so ein bisschen durcheinander gehen. Aber nachdem ich ja, glaube ich, eben bei Nummer 2 gesagt habe, dass es früh war, habe ich, glaube ich, gesagt, ne, würde ich jetzt hier sagen, dass durch die Würze, dass das hier ein Mühlen ist. Ich sage, das ist ein Mühlen. Ich bin schon so gespannt gleich auf die Auflösung, ne, aber. Versucht nochmal zu rekapitulieren. Nummer 1 hatte ich gesagt, nach Verbesserung, dass es ein Bönsch war. Nummer 2 ein Früh. Nummer 3 das Wies und das jetzt hier ein Mühlen. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann müsste ja theoretisch das Peters übrig sein. Ob es das dann auch ist, bin ich gleich mal gespannt.
Bin ich, ist so ein bisschen wie vor der Bescherung, so vor Weihnachten, so wenn die Geschenke kommen. Ich bin jetzt wirklich ein ganz klein bisschen aufgeregt. Aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Kölner gutes Bier machen. Also ich habe nämlich bis jetzt immer gesagt, ich trinke eigentlich nicht gerne Kölsch und nicht gerne Wies und so weiter. Im Vergleich jetzt, also ich trinke ich gerne, aber im Vergleich zu zum Beispiel Weizenbier oder bayerischen Hellen oder Keller- oder Landbieren. Aber ich muss sagen, jetzt heute durch das Tasting, dass mir die rheinischen Biere dann doch wieder zusagen, jetzt gerade, weil wir es heute auch ein bisschen wärmer haben und ja, muss ich sagen, gefällt mir. Ja, auf zum Finale. Ja, es ist nur noch ein Bier übrig, es wird also nicht gewürfelt. So, auf zum letzten Gang, Bier Nummer 5. In diesem Sinne, Prösterchen. Oh ja. Da schmecke ich meinen Lieblingskölsch. Also ich muss ja sagen, das Gaffel Wies trinke ich sehr, sehr gerne. Und ist auch hier so aus der Region eigentlich eines meiner favorisierten Biere. Aber wenn es speziell hier um die Kölschsorten geht, und da lege ich mich jetzt auch fest und ändere auch meine Zuordnung nicht, das Peterskölsch, nämlich dieses hier, ist das Beste. Das süffigste, das mildeste. Sowohl ein Glas als auch viele Gläser an einem Abend, wenn man das jetzt zum Beispiel als Gastgeber oder als Teilnehmer einer Party oder sowas trinkt, kann ich das wirklich sehr empfehlen. Bisschen teurer als die anderen, aber es lohnt sich. Und jetzt kommt raus, das ist das Wies. Genau. Ja, aber da lege ich mich fest, das ist das Peters. Also ich versuche nochmal Revue zu passieren. Ich habe gesagt, Bönsch, Früh, Wies, Mühlen und das, glaube ich. Ansonsten, ich habe es ja eben auf Video, wie ich es gesagt habe. Ja, willst du jetzt die spannende Auflösung? Soll ich einfach nur bestätigen oder soll ich jetzt jede Flasche einzeln hinbringen, damit die Spannung noch ein bisschen größer ist, dass ich mit der ersten Flasche ankomme, dann mit der zweiten und so weiter und so fort? Ich glaube ja. Dann okay. Auf zum großen Finale. Das Bier Nummer Uno hatten sie ein bisschen geschwankt. Und sie haben sich dann letztendlich richtig entschieden, es war das gute Bönsch. Genau, zwar im zweiten Anlauf, aber ich glaube, der Vergleich, der hat es doch ja, für mich klar gemacht, dass es das Bönsch war. Also das heißt, eine habe ich schon mal. Ja, gerade. Also das zweite Bier, das gute Frühkölsch, das heißt, ein weiterer Punkt für unseren Biergourmet hier. Sehr gut. Da war ich mir relativ sicher, dass es das Früh ist. So. Jawohl. Das gute Gaffelwies. Überlegt, aber dann doch noch richtig erkannt. Genau. Wenn der Willi das darf, dann darf ich mich auch umentscheiden. Ne? Und wie gesagt, durch den Vergleich war es dann deutlich, dass es das Wies war. Dann das gute Mühlenkölsch. Sehr gut. Also Chapeau, ich muss sagen, ich hätte das nicht alles rausgeschmeckt, aber ein nächster Punkt für Sie. Und dann, wenn ich jetzt alles richtig zusammenrechne, bleibt ja nur noch eine übrig. Genau, also die Chancen stehen ganz gut. Ja, und last but not least, das letzte Bier. Ja, genau. Dementsprechend alle fünf. Kleiner Mini-Schönheitsfehler mit dem Bönsch und dem Wies, aber wie gesagt, einmal wie beim Tennis einen zweiten Aufschlag, ja, aber ist dann doch relativ klar geworden. Ne, Duffi, was ist das hier? Hast du das auch rausgeschmeckt? Ja. Ja, unsere Duffi, die mag auch Bier, da will zumindest mal schnuppern. Genau, aber jetzt ist ja noch die spannende Frage, wer wird denn jetzt von uns nominiert?
Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht und wir haben uns überlegt, wer aus unserer Community ist so ein richtiger Hopfenfreund und trinkt auch schon mal gerne auf einer Wanderung das ein oder andere Bierchen. Und da sind uns drei Leute ganz zuvorderst eingefallen. Ich weiß nicht, möchtest du mit dem ersten Nominierten anfangen? Ja, also erste ist hier WWK Alex. Die beiden Alexe, also die sind ja auch so leichte Bierliebhaber. Da haben wir gedacht, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht teilnehmt. Also ich würde sagen, die Bieranzahl kann auch variieren, aber ich denke mal, ihr seid da bestimmt auch Profis. Genau, also vielleicht ist noch davor gesagt, der Willi ist ja nicht der Initiator dieser Challenge, sondern er wurde als erstes, glaube ich, nominiert. Es gab also schon mal ein Vorgängervideo. Und da wurden sogar 10 Biere probiert, was euch jetzt natürlich nicht unter Druck setzen soll. Ne? 10 beim Anfang, beim Willi waren es 4. Wir haben mal gedacht, wir steigern uns mal ganz langsam und machen 5. Zur Ehrenrettung vom Willi. Er hat auch 4 halbe getrunken. Wir haben ja jeweils hier 0,33 gehabt. Ne? Wir wollen uns ja auch hier nicht komplett abschießen. Ne? Aber wie gesagt, WKK Alex, die beiden Alexe, ihr seid die ersten Nominierten. Ich würde als zweiten Nominierten noch den lieben Hops, den vom Kanal Hops Popolski, dazu nehmen. Ja, der liebe Hops, der trinkt auf jeden Fall auch immer wieder gerne sein Bierchen und ich denke mal, du wirst bei dieser Challenge hier auch deine Freude haben. Ja, und zum Schluss haben wir noch den guten Topper. Der trinkt auch immer gerne mal ein Bierchen. Es darf auch gerne ein saarländisches Bier sein. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Auswahlmöglichkeiten es da bei euch gibt, aber da sind wir auch gespannt und würden uns auf jeden Fall total freuen, wenn du die Challenge annimmst. Ja, und dann hoffe ich, dass alle anderen auch ein bisschen Spaß an diesem etwas außergewöhnlichen Video hatten. Wir werden als nächstes natürlich wieder ein Wandervideo dazwischen schieben, aber zwischendurch, finde ich, war das doch mal eine ganz lustige Idee. Ja, in diesem Sinne. Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz quittieren.